Hallo liebe Fans und herzlich willkommen zurück zu HCE TV. Wir sind hier am Sportgelände des TV Erlangen, wo unsere Jungs zum Trainingsauftakt den wichtigen Laktattest machen. Was genau das eigentlich ist, haben wir mit Athletiktrainer Andi Wittke besprochen. So, bei mir jetzt unser Athletiktrainer Andi Wittke. Andi, jetzt steht der Laktattest an. Warum ist der denn genau so wichtig eigentlich und was genau wird eigentlich da gemacht? Also wir machen als erstes immer eigentlich so zum Trainingsauftakt einen Laktattest. Ist so ein bisschen ja auch verpönt unter den Spielern, weil sie denken, wir testen nur ab, wie fit sind sie gerade in dem Augenblick. Aber wir gewinnen viele wichtige Werte für das kommende Training. Wir haben jetzt 5-6 Wochen Vorbereitungszeit mit vielen Läufen, viel Training, wo wir Richtwerte brauchen, Geschwindigkeitswerte, Intensitätsrichtwerte. Linien und daraus gewinnen wir einiges hier aus dem Test. Du hast es angesprochen, die harte Vorbereitungsphase wartet jetzt auf die Jungs. Was genau habt ihr euch da überlegt? Es wird viel gelaufen natürlich, logischerweise, jetzt werden die Grundlagen gesetzt. Wir haben das Glück, dass wir auch in der Saison immer gut Athletiktraining einbauen können, noch, weil wir einfach Anfang der Woche immer noch ein bisschen was machen können. Deswegen schauen wir jetzt wirklich einfach Grundlagen setzen, schon Laufkilometer auch sammeln. Es wird dann auch immer schneller, ein bisschen kürzer, viel Krafttraining, Schnelligkeitstraining, aber dann auch natürlich dementsprechend nach Robas Vorgabe viel handballspezifisch, weil wir einige neue Spieler haben und die natürlich auch skillt zu integrieren. Und warum genau ist jetzt eine harte Vorbereitungsphase so wichtig für die Saison? Es ist nicht zwingend wichtig, jetzt eine harte Vorbereitung, sondern einfach eine strukturierte, gut aufgebaute. Es kommt natürlich immer ein bisschen härter vor, weil es sind Ballsportler und sie laufen nicht so gern. Sie sind gern im Kraftraum, aber Laufkilometer, es ist immer wichtig, dass der Ball fliegt. Deswegen kommt es den Jungs härter vor. Ich finde es für meinen Teil immer gar nicht so hart und so extrem. Ich denke, das ist ein privilegiertes Leben, was sie jetzt haben und so viel trainieren dürfen. Dementsprechend sollen sie es eigentlich auch ein bisschen genießen. Um zu sehen, wie der Laktattest wirklich verlaufen ist, habe ich einmal Johannes Selin gefragt, unseren Neuzugang. So, bei mir jetzt einer, der das Ganze zum ersten Mal gemacht hat, unser Neuzugang Johannes Selin. Wie lief denn der Laktattest bei dir? Tja, müssen wir abwarten, bis die Werte wiederkommen. Ich hoffe, dass das zufriedenstellend war. Was hast du denn bislang schon gehört über die Vorbereitung hier beim HC Erlangen? Ja, leider, dass es sehr, 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 sehr anstrengend sein wird. Aber ja, müssen wir durchbeißen, kommen, hoffen, dass ich gut durchkomme. Mal gucken. So, was genau erwartet dich dann die nächsten Wochen? Ihr fahrt ja auch noch ins Trainingslager. Ja, ich denke, dass wir viel laufen werden. Ich hoffe, dass wir vielleicht auch mal ein bisschen zusammensitzen, uns mal erstmal in Ruhe kennenlernen, denn erste Einheit war ja direkt der Laktattest. Denke aber, dass wir vielleicht auch noch ein bisschen Spaß haben werden zusammen. Ich freue mich, die Leute kennenzulernen. Gerade im Trainingslager hat man ja auch ein bisschen mehr Zeit dazu als jetzt hier. Von daher freue ich mich aufs Trainingslager und lass mich überraschen. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Vorbereitungsphase und wir sehen uns hoffentlich alle am Samstag beim Saisonauftakt am Kornmarkt in Nürnberg. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, eure Milena.